Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Frederik Schauhoff und ich habe die große Freude, Ihnen noch ein paar einleitende Worte in dieses Konzert mit Lesung über Günter Grass' Erzählung »Das Treffen in Tägte« mit auf den Weg zu geben. Diese Erzählung ist nämlich nicht nur eine großartige Hommage an viele, viele tolle barocke Dichter und an die Gruppe 47, sondern auch eine wunderbare Erzählung von der deutschen Vokalmusik des 17. Jahrhunderts. Es kommen ganz viele verschiedene Komponisten in diesem Werk vor. Mehrere Stücke werden gesungen oder sind zumindest zur selben Zeit auch vertont worden. Diese ganzen Werke werden Sie gleich zu Gehör bekommen an den jeweiligen Stellen. Und dazu kommt noch ein weiteres Tableau über den 30-jährigen Krieg, in dem diese ganze Erzählung spielt, wofür sich ganz besonders das erste Stück des heutigen Abends, nämlich Matthias Weckmanns geistliches Konzert »Wie liegt die Stadt zur Wüste« eignet, das er nach dem 30-jährigen Krieg und der Pest in Hamburg 1664 schrieb und das ganz eindrucksvoll die ganz vielen Affekte der Barockkunst von Trauer und Leid ausdrückt. Genauso finden sich aber auch viele lustige Lieder, viele Liebeslieder, viele spöttische Lieder, sodass sich ein abwechslungsreiches Programm ergibt und Sie insofern das Derbe neben dem Religiösen und die Verzweiflung neben der Hoffnung genießen können. Und nun wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen mit Günter Grass Texten, gelesen von Ulrich Noethen und ganz vielen barocken Klängen von uns Musikerinnen und Musikern vorgetragen. Viel Spaß! Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Diese fing vor mehr als 300 Jahren an. Andere Geschichten auch. So lang rührt jede Geschichte her, die in Deutschland handelt. Liegt die Stadt
Wohl, dass ich seufzte und habe keinen Tröster. Mein Herz wallet mir im Leibe, Lauremberg und Gräflinger kamen von Jütland hoch, von Regensburg runter zu Fuß. Die anderen beritten oder in Planwagen. Zwar den weitesten Weg
vom Königsbergschen Kneiphof her, doch den sichersten, weil im Gefolge seines Landesfürsten nahm Simon Dach, dessen Einladungen diesen Aufwand ausgelöst hatten. Nachdem er mehrmals abgesagt hatte, war Paul Gerhard dennoch pünktlich am Ort. Keiner wollte fernbleiben. Nichts, kein Schul-, Staats- oder Hofdienst, der den meisten anhing, konnte sie abhalten. Wem es an Reisegeld fehlte, der hatte sich einen Gönner gesucht. Wer wie Gräflinge keinen Gönner gefunden hatte, den trug Eigensinn zum Ziel. Und wen sein Eigensinn hindern wollte, rechtzeitig aufzubrechen, den machte die Nachricht, dass andere schon unterwegs seien, reiselustig. Zur Nacht lag Simon Dach wach in seiner Kammer und sinnierte über die Ereignisse des Tages, wie unterwegs schon der Moscherosch mit Gräflinger und Laurenberg Branntwein zu saufen, Gassenhauer zu grölen und den allzeitwürdigen Gerhard zu hänseln begonnen hätten. Wie aber Czepko und der alte Weckerlin dem Empfindsamen beherzt beigesprungen seien, so dass sie den Rest des Weges, zumindest in drei der vier Planwagen, mit geistigem Gesang genommen hätten. Wobei Gerhards jüngst ausgedrucktes Strophenlied »Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt«, sogar die Saufbrüder mitgerissen habe. Und, wie die meisten, der rundum feist gewordene Gryphius an seiner Seite, überm Singen in Schlaf gefallen sein. Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt, wir aber meine singen, auf, ihr sollt belegen, was eurem Schöpfer wohlgefällt. Der Tag ist nun vergangen, die güldenen Sterne lernen, am blauen und von der Sühne ein Arm.
Dach hatte keine Zweifel an der Nützlichkeit des Treffens. Im 47. Jahr, als nach 29 Kriegsjahren der Frieden noch immer nicht ausgehandelt war, sollte zwischen Münster und Osnabrück das Treffen stattfinden. Sei es um dem zuletzt verbliebenen Band der deutschen Hauptsprache neuen Wert zu geben, sei es um, wenn auch vom Rande her nur, ein politisches Wörtchen mitzureden. Schließlich war man wer. Wo alles wüst lag, glänzten einzig die Wörter. Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtern Ansehen zu. Ihnen und nicht den Mächtigen war Unsterblichkeit sicher. Es sollte über die Sprache geredet werden, was sie zerstört habe und woran sie gesunden könne. Es war aber Gelnhausen, der von der Fensterbank her Bescheid gab, er könne den Sprachstreit nicht begreifen. Laurenbergs Poem habe doch jedem Ohr Beweis gegeben, wie hübsch das platte Maulwerk zum gestelzten Gerede klinge. Also solle beides nebeneinander und gemischt seinen Bestand haben. Wer immerfort nur reinlich halte und dem Besen zuspreche, der kehre am Ende das Leben aus. Zwar wollten Rist und Zesen gemeinsam und gegeneinander Einwände vorbringen, doch Dach stimmte dem Stoffel zu. Auch er lasse sein heimisches Preußisch in etlichen Liedchen wie Buttermilch fließen und habe gesammelt, was das Volk singe, damit es durch Zutun des Organisten Albert zum allgemeinen Gesang tauglich gemacht werde. Worauf er sein Anke van Tharau es, der mir gefällt, so ist mein Leben, mein Gut und mein Geld, einige Verse lang halblaut für sich schließlich, nicht mehr allein, sondern mit Laurenberg, Gräflinger, Rist und auch mit Gryphius starker Stimme im Chor sang, bis die samländische Anke den Sprachstreit beendete. Dit macht das Leben zum hämlichen Riech. Durch Zanken ward er der Hellen gelieg. Anke von Tharau ist die mir gefällt, sie ist mein Leben in Gott und in Geld. Anke von Tharau heft weder hart, ob mir gerechtet, in Löwen und in Schad. Anke von Tharau in Rektum in Gott, nur meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Anke von Tharau, mein Rektum, mein Gott, wie sind gesünd beieinander durstan. Krankheit, Verfälschung, Betreffnis und Pin, soll unsere Löwe vernötige Sinn. Anke von Tharau, mein Rektum, mein Gott, tu meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Rechte sind Palmen, Morgen, das ist recht. Gib mir den Hagel und Regen am Fecht. So war der Löwen aus mächtig und rot, durch Kreuz, durch Leben, durch alle Not. Danke von Tharau, mein Rektum, mein Gott, tu mir die Seele, mein Fleisch und mein Blut. Würdest du liegen, mal von mir getrennt, liebest du Der Königsberger Domorganist Heinrich Albert brachte mit sich seinen Vetter, den kursächsischen Hofkapellmeister Heinrich Schütz. Da keiner wie er aufs Wort setzte und seine Musik einzig dem Wort zu dienen hatte,
es deuten, beleben, seine Gesten betonen und in jede Tiefe, Weite und Höhe versenken, dehnen, erhöhen wollte, war Schütz streng mit Wörtern und hielt sich entweder an die überlieferte lateinische Liturgie oder an Luthers Bibelwort. Dem Angebot der zeitgenössischen Dichter hatte er sich in seinem Hauptwerk der geistlichen Musik bisher versagt. Die deutschen Poeten hatten ihm nichts zu sagen gehabt, so dringlich er uns mit Wünschen nach Texten gekommen war. Als sich die Wirtin mit Gelnhausen im Hintergrund zeigte und den Namen des Gastes hörte, war sie bald eilfertig und begrüßte ihn mit italienischem Schwall als Maestro Sagittario. Noch erstaunter und Schütz ein wenig erschrocken waren alle im Hof, als Gelnhausen plötzlich und nachdem er sich schon dienstfertig zwischen das Gepäck des späten Gastes gestellt hatte, mit angenehmem Tenor aus den Canzone Sacre, einem eher überkonfessionellen, deshalb bis in katholische Gegend verbreiteten Werk, den Anfang der ersten Motette zu singen begann. O bone, o dulcis, o benigne Jesu. Thank you.
Sich erklärend sagte der Stoffel, er habe als Trossbub in Breisach, als die Stadt von den Weimarern belagert wurde, im Chor gesungen, weil das Singen gegen den Hunger helfe. Dann griff er zum Gepäck und zog mit Schütz alle anderen nach sich, zum Schluss die Wirtin. Doch kaum waren die beiden gegangen, kam neue Störung über die Freunde. Im seitlichen Fenster der Wirtsstube zeigte Zesen sein entsetztes Gesicht. Er komme vom Fluss, der führe Leichen. Zuerst habe er nur zwei treiben sehen. Die hätten ihn, weil aneinander gebunden, an seinen Markhold und dessen Rosemunde gemahnt. Dann seien mehr, immer mehr Leichen Fluss abgekommen. Der Mond habe ihr treibendes Fleisch gezeigt. Er finde nicht Worte, so viel Tod zu benennen. Schlimme Zeichen standen über dem Haus. Nie werde Friede werden, weil man die Sprache nicht reinhalte, weil die entstellten Wörter zu treibenden Leichen gedunsen seien. Er wolle niederschreiben, was er gesehen. Genau, sofort. Und nie gehörten Klang finden. Was Krieg vor eine Plage, was Krieg vor eine Plage, vor eine Plage ist. Nun erfahren wir es leider allzu sehr, leider, leider allzu sehr, dass Krieg eine Plage über alle Plagen ist. Da geht Blut weg, da geht alles weg, alles weg. Da muss man sein Brot mit Sorge im Elende essen. Da muss man sein Wasser mit Beben trinken. Da höret man nichts als auf allen Straßen. Wie, wie, ach, ach, wie sind wir so verderbet? O Gott des Friedens, o Gott des Friedens, gönne mir doch wieder deinen himmlischen Frieden, deinen himmlischen Frieden. Lass Kirchen und Schulen nie zerstöret. Lass den Gottesdienst und gute Ordnung nicht vertilgen. Gestreckten Arm, beschiere uns ein Erdlein, da wir bleiben. Ein Hütlein, darin wir uns aufhalten. Ein Räumlein, da wir sicher sein und deinen Namen dienen können. In Friede deinen Tempel besuchen, in Friede dich loben und preisen, in Friede selig, selig, selig sterben mögen. Nur in seinem Begriff von Gott war Gerhard fromm und in seinen Liedern,
die weiter trugen, als er in seiner Enge dulden wollte. Seit Jahren schon kamen ihm einfache Wörter, die gering an Zahl, dennoch genug waren, um immer neue Lieder für die lutherischen Kirchengemeinden vielstrophig zu reimen, so dass man überall beim Hausgebrauch und wo der Krieg Kirchen gelassen hatte, bis in katholische Gegend hinein, dem frommen Gerhard nachsang, auf alte Weise und nach schlichten Melodien. Etwa das Morgenlied »Wach auf, mein Herz, und singe«, dessen erste Strophe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem frommen Menschenhüter, unterwegs nach Telgte zu Papier gekommen war und bald darauf neunstrophig von Johann Krüger vertont werden sollte. Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem frommen Menschenhüter. Heut, als die dunklen Schatten mich ganz umgeben hatten, hat Satan mich begehret, Gott aber hat's gewehret. Sprich ja zu meinen Taten, hilf selbst, lass Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wende. Mich segne, mich behüte, mein Herz sei deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, bis ich gen Himmel reise. Es war noch immer früher Morgen, als der zweite Lesetag seinen Anfang nahm. Diesmal stand dem noch leeren Schemel des Vortragenden Schmuck daneben, eine hochtreibende Distel, aus dem Garten der Wirtin gestochen und in einen Tonkrug gepflanzt. So, vereinzelt und für sich genommen, war die Distel schön. Ohne Anspielung auf das Sinnebild kriegswüster Zeit ging Dach zur Leseordnung über. Kaum hatte er, wie schon alt eingesessen, seinen Stuhl dem Halbrund gegenüber besetzt, rief er, damit sie nacheinander vom Schemel zu seiner Seite, nun neben die Distel gesetzt, vortrügen, zuerst die Jungen auf: Birken, Schäffler und schließlich Gräflinger. Ein hoch und breit geratener Bursche, den der Krieg als Kind von der Schafsweide weg nach Regensburg verschlagen, später in schwedischen Dienst getrieben und dergestalt unruhig gemacht hatte, dass er zwischen Wien und Paris, Frankfurt und Nürnberg und den Ostseestädten andauernd unterwegs und allerorts in wechselnde Lieben verstrickt gewesen war. Noch kürzlich war sein längstes Eheversprechen von einer Danziger Handwerkstochter namens Elisa missachtet worden, worauf sie ihm in Gedichten zur treulosen Flora wurde. Ganz dem Irdischen verhaftet, trug Gräflinger zwei Buhl-Liedchen vor, die, weil witzig die Untreue feiernd, wie das erste, als Flora eiferte, oder deftig lose Buhlerei rühmend wie das zweite, Hühlers will kein Weib nicht haben, zum lauten Vortrag geeignet waren. Gelbe Haare, grünes Prick, tauben Augen, Sonnenblicke, schönes Bündlein von Korallen, Zähnlein wie die Perlen fallen. Niedlich Zünglein in dem Sprachen, süßes Zerren, süßes Lachen. Schnee und Regen, weiße Wangen, die voll roter Rosen hangen. Weißes Hänslein gleich den Schwanen, Perlein, die mich recht gemahnen. Wie ein Schnee, der frisch gefallen, Brüstlein wie zwin Zuckerperlen. Lebensvoller aller Wasser, große Feindin aller Laster, frommer Herzen, schöner Spiegel, aller Freiheit, Bündner Zügel.
aus und alles schönen Jugend, auf Enthaltung aller Tugend, Hochstag aller edlen Sitten, ihr habt mir mein Herz bestritten. Graues Haar voll Läus und Nisse, Augen von Scharlach voll Flüsse, blaues Maul voll kleiner Knochen, halb verrost und halb zerbrochen. Blatter Zunge, krank zu Sprachen, Affisch zörnen, Narren lachen, runde, volle, magere Wangen, die wie gelbe Blätter hangen. Hals haut gleich den Morianen, Arme, die mich recht gemahnen, wie ein Kind ins Rot gefallen, Brüste wie zwei Druckerballen. Du bist so ein Alabaster, als ein wohlberegnetes Pflaster, aller Ungestalt ein Spiegel, aller schönen Steigebügel, Schimpf der Jungfer und der Jugend, Unhold aller lieben Tugend, Einöd aller plumpen Sitten, lässt du dich zu freien bitten. Schweiget mir vom Bayern nehmen, es ist lauter Ungemach, Geld ausgeben, wiegen, grämen, dreimal jo und dreimal ach. Ist sie jung, so will sie kechen, ist sie alt, so ist sie tot. Ist sie reich, so will sie rechten, ist sie arm, wer schafft Brot. Ich will drum nicht, dass man sage, dass ich von den Mönchen sei, weil ich mich des Weizens schlage, Buhlen, Buhlen, stehet frei. Heute die andere morgen, das ist eine Lust für mich. So darf ich für keine Sorgen, jede Sorge zählt für sich. Denkt, was auf die Hochzeit lauft, was die Braut zur Kleidung hieß. Mama und ein Kindlein taufet, das der nächste Hausrat ist. Was die Amme, die es säuget, die man mit Kohentik hielt. Die so keiner Grätze schweiget, die man nie genug erfüllt. Und was kosten Kasten, Kisten, Schlitzel, Schlösser, Schüsselrost, Mägde, die uns Koch und Wissen, denket, was der Hausdienst kost, was die Bette, was die Kammen, Teller, Löffel, Läuster, Licht, Spieße, Brater, Holz und Pfannen, und was auf die Kleidung liegt. Wie viel Mäuler muss man stoppen, was verschleppen Hund und Katz, und wenn sich die Freunde weiden, was für Geld bleibt auf dem Platz? Über Fische, Fleisch und Grütze, Bier und Wein und Liebesbrot. Wenn nun erst die Frau nicht nütze, scheide Gott die liebe Not. Wann die Frau die Brug will tragen, dem Manne widerspricht, dann, so geht es an das Jagen, nein, eine solche taugt mir nicht. Dann, so kommen ihre Freunde, Schrei und Reuen wider mich. Da, so werden Freunde Feinde, dann geht alles hinter sich. Dann, so geht der Mann vom Hause, suchet ihm, was ihm geliebt, lebet Nacht und Tag im Sause. Ob sich schon die Frau betrübt, sitzt zu Hause mit den Kleinen, hat noch Bier, noch Brot, noch Geld. Er ist lustig mit den Seinen und bei sich ein braver Held. Nein, ich will keine so betrüben, ich will bleiben, der ich bin. Ich will kein alleine lieben, Buhlen, Buhlen ist mein Sinn. Buhlen ist mir Honig süße, und verbohr ich schon die Schuh, so behalt ich doch die Füße, Buhlen ist es, was ich tu.
Noch während der junge Mann sich und sein soldatisches Gehabe parodierend seine Scherze deklamierte, kam Vergnügen bei der Versammlung auf. Den Versen »Ich will keinen alleine lieben, buhlen, buhlen ist mein Sinn« folgte kleines Gelächter. Plötzlich stand Schütz auf und sprach über die Köpfe der Poeten hinweg. Er habe alles gehört. Er wolle nicht verkennen, dass die Buhlliedchen des Herrn Gräflinger, an denen er bei so viel Frevel ringsum im Vaterland keinen sittlichen Anstoß nehmen könne, zumindest jene Qualität hätten, welche beim Schreiben von Madrigalen benötigt werde. Dergleichen lockere und nicht strophige Verse dürften, heiter, klagend, streitbar, sogar scherzhaft widersinnig und der Tollheit verschrieben sein, wenn sie nur Atem trügen, damit Raum bleibe für die Musik. Diesen Raum finde er leider nicht in den gehörten dramatischen Szenen. Platz finde er der Tonsätze nicht zwischen den vielen, zu vielen Wörtern. Da könne sich keine ruhige Geste entfalten. Niemandes Trauerlaut könne in solchem Gedränge verhallen oder sein Echo finden. Da werde zwar alles dicht bei dicht deutlich gesagt, doch die eine Deutlichkeit lösche die andere, sodass eine überfüllte Leere entstehe. Es bleibe alles, so heftig die Wörter stürmten, ganz unbewegt. Ach, und nochmal ach. Wo das Vaterland da niederliege, könne die Poeterei kaum in Blüte stehen. Nicht etwa Schweigen, nein, Unruhe antwortete diese Rede. Erst als Moncheroche und Rist abwechselnd jenen Aufruf der Dichter an die Fürsten verlasen, entzündete sich das Interesse an der Not des Vaterlandes. Schließlich war man deswegen zusammengekommen. Wenn keine Regimenter, so konnten sie doch Wörter aufbieten. Auch wenn dieses Manifest, denn entschlossen laut, wurde von Absatz zu Absatz der Text verlesen, zuerst Begeisterung bei der Versammlung auslöste, wurden doch bald Stimmen laut, die seine Anmaßung verringert, die Forderungen verkleinert, seinen praktischen Sinn deutlicher haben wollten. Worauf Cesen sagte, dann bleibe ja nichts mehr an Klage auszurufen. Nur übliche Ohnmacht. Die müsse nicht posaunt werden. Die lohne das Treffen nicht. Weshalb man dennoch versammelt bleibe. Heinrich Schütz, der den Wechselreden wie abwesend beigesessen war, beantwortete die Frage nach dem Weshalb der geschriebenen Wörter wegen, welche nach Maßen der Kunst zu setzen einzig die Dichter begnadet seien. Auch um der Ohnmacht, erkenne sie wohl, ein leises Dennoch abzunötigen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Stets an dir, noch bleibe ich stets an dir.
endlich mit ihnen an. Mit ihnen, mit ihnen, mit ihnen. Und ihr mich Nach dem Essen trug Gerhard seine Rede gegen den kursächsischen Kapellmeister vor. Er wisse, welche Musik dem Wort fromme. Er werde es dem Italienerfreund, dem Lobredner des Welschen, dem Herrn Henrico Sagittario zeigen. Es habe der Gast einzig seine hohe Kunst im Auge, weil so kühnem Überblick werde ihm das schlichte Wort entgangen sein. Das wolle zuerst Gott dienen, bevor es sich der Kunst beuge. Weshalb der wahre Glaube nach Liedern verlange, die als Wehr gegen jegliche Anfechtung stünden. Solche Lieder seien dem einfachen Gemüte gewidmet, so dass die Kirchengemeinde sie ohne Mühe singen könne. Und zwar vielstrophig, damit der singende Christ von Strophe zu Strophe seiner Schwäche entkomme, Glaubensstärke gewinne und ihm Trost zuteil werde in schlimmer Zeit. Das zu tun, dem armen Sünder zu ihm gemäßem Gesang zu verhelfen, habe Schütz verschmäht. Selbst der Bäckersche Psalter sei, wie er vielenorts hören müsse, den Kirchengemeinden zu vertrackt. Da baue er, Gerhard, besser auf seinen Freund Johann Krüger, der sich als Kantor aufs strophische Lied verstehe. Gottlob nun ist erschollen, das edle Fried und Freuden dort, das nun mehr sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord. Wohl auf und nimm nun wieder dein Seitenspiel hervor. O Deutschland, und sing Lieder im hohen, vollen Chor. Erhebe dein Gemüt zu deinem Gott und sprich: Herr, deine Gnad und Güte bleibt dennoch ewiglich. Sei tausendmal willkommen, du teure, werte Friedensgab. Jetzt sehen wir, was wir frommen dein bei uns Wohnen in sich hat. In mir hat Gott versenket all unser Glück und Heil. Wer dich betrübt und kränket, der drückt ihm selbst den Pfeil. Des Herzleids in das Herze und löscht aus Unverstand die kühne Freudenkerze mit seiner eigenen Hand. Das drückt uns niemand besser Herz und Ziel hinein, als ihr zerstörten Schlösser und Städte voller Schutt und Stein, ihr vormals schön.
dergleichen auf Erden man nicht weiß. Dieses sechsstrophige Lied, in dessen vierter Strophe ihr vormals schönen Felder mit frischer Saat bestreut, jetzt aber lauter Wälder und dürre Wüsteheit, des Vaterlandes Zustand zu einfachen Wörtern gefunden hatte, trug Gerhard auf sächsische Weise in ganzer Länge vor. Die Versammlung war ihm dankbar. Rist grüßte ergeben, schon wieder in Tränen, der junge Schäffler. Gryphius stand auf, ging auf Gerhard zu und umarmte ihn mit großer Gebärde. Danach wollte sich Nachdenklichkeit breitmachen. Schütz saß wie unter eine Glasglocke gestellt, Albert voll innerer Not. Dach schneuzte sich laut, mehrmals. Da sprach wider Erwarten noch einmal Schütz. Sitzend entschuldigte er sich leise, Anlass für so viele Missverständnisse gewesen zu sein. Einzig sein übergroßes Verlangen nach abgeklärten und doch bewegenden Wortvorlagen trage Schuld daran. Deshalb müsse er noch einmal dartun, welcher Art Sprachwerk der Musik dienlich sein könne. Jetzt erst stand er auf und begann gelehrt am Beispiel seiner Passionsmusik, die sieben Worte am Kreuz, seinen musikalischen Umgang mit dem Wort zu erläutern. Welche Dehnung es zulassen, welcher Hebung es fähig sein müsse, wie sich des Wortes Geste im Gesang zu weiten habe, wie hochgestimmt sich das tiefe Trauerwort erheben dürfe. Schließlich sang er mit schön gebliebener Altmännerstimme die Maria und den Jünger betreffende Stelle: Weib, Weib, siehe, siehe, das ist dein Sohn. Johannes, Johannes, sieh, das ist deine Mutter. Thank you.
meine Mutter sei und den Jünger dabei spielen in der Mitte, sprach er zu seiner Mutter. Weib Schütz setzte sich wieder und verkündete sitzend, die Versammlung abermals erschreckend, zuerst in lateinischer Ut sol inter planetas, dann in deutscher Fassung des Henrici Sacitarii Devise, wie die Sonne zwischen den Planeten, strahle die Musik inmitten der freien Künste. Im Anschluss las Rist einige Szenen, in denen ein kriegsmüder Junker im Gespräch mit zwei Bauern deren Sittenverfall beklagt. Die Soldaten haben die Bauern geschunden. Die Bauern haben der Soldateska das Leuteschinden abgeguckt. Sie stehlen, plündern, brandschatzen, saufen und huren wie diese. Deshalb fürchten sie den Friedenstag, der ihrem Lotterleben ein Ende bereiten könnte. Und jeder wusste schlimme Beispiele, wie man in Breisach, als es belagert wurde, streunende Kinder abgeschlachtet habe. Wie sich der Pöbel, wo die Ordnung hätte flüchten müssen, herrisch aufspiele. Und jeder wusste von Wegelagerern im Fränkischen, in der Mark, hinter jedem Busch. Von bereits gehängten und noch freilaufenden Übeltätern war die Rede. Das wüste Fouragieren der Schweden wurde verklagt. Himmel, weine, bitte, lieb.
während die Schlesier noch vielstimmig Bericht gaben und sich in schrecklichen Einzelheiten verloren, Schwedentrunk, Füße im Feuer, platzte, nachdem ich schon länger Lärm von draußen gehört hatte, der Stoffel in die Versammlung hinein. Ihm seien 5 Gänse, 3 Ferkel und ein fetter Hammel zugelaufen. Mit Würsten habe man ihn unterwegs beworfen. Schon könne man seine Leute draußen im Hof den Spieß drehen sehen. Das werde ein Fest geben, dem die versammelten Dichter nur noch etliche lukullische Doppelreime, epikurische Daktylen und platonische Gescheitheiten beisteuern müssten. Wenn schon nicht der Friede, dann solle der Krieg in seinen letzten Zügen gefeiert werden. Frisch auf, wird Lust der Brüder mein, lasst uns ein Allfein lustig sein. Der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit. Reit zu Papst des Heiligkeit, des wollen wir haben gute Zeit. Sa, 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 frisch auf, ihr Brüder, kommt wieder heute noch morgen wieder. Trinkt aus das gute, frische Bier, in Hals hinein, nach Hofsmann mir. Der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit. Wer holt uns allen Indulgenz? Wir haben noch Zeit zur Pönitenz. Sa, 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 trinkt aus ihr Brille, kommt wieder heute noch morgen. Fahren hin voran, drum müssen wir die Nennlein an. Sa, 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 küssen um ihr Brüder, sie kommen wir heute noch morgen wieder. So, so passiert, so geht's wohl, kein melancholischer da sein soll. Der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit, der hat der Reit. Heute wollen wir es fahren an, und morgen auch nicht unter Land. Sa, 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 so lang ihr Riss, wie bei allen kommen wir. Nachdem bekannt geworden war, wie Gelnhausen durch Raub und Mord das Festmahl zusammengetragen hatte, schlug alles in Jammer um. Die Spiegel malte das Grauen trüb. Den Wörtern war der Sinn verkehrt. Die Hoffnung darbte am verschütteten Brunnen. Auf Wüstensand gebaut, hielt kein Gemäuer. Einzig verlacht hatte die Welt noch Bestand. Ihr falscher Glanz, des grünen Astes verheißene Dürre, das weißgetünchte Grab, die schön geschminkte Leich. Der Ball des falschen Glücks. Die versammelten Poeten konnten nicht aufhören, in den Höllenschlund zu starren. Das war des frommen Gerhard Stunde, Rist, nicht minder fleißig. Aus Zesen frohlockte in Hörbildern Satan. Jammervoll ging dem jungen Birken der Schmollmund über. Mehr in sich gekehrt sah man Schäffler und Czepko heil im Gebet suchen. Alle Verleger sahen ihres Gewerbes Ende nahen, und Albert erinnerte Verse seines Freundes Dach. Seht, wie was lebt zum Ende läuft. Wisst, dass des Todes Rüssel mit uns aus einem Glase säuft und frisst aus einer Schüssel. Yeah.
Erst nachdem sie genug Zeit lang ihr Elend um den Tisch herum ausgekostet hatten, begannen die Poeten mit erneuten Diskussionen. Friedfertiger wurde nie gespeist als an diesem Abend. Es eignete sich der Fisch für sanfte, den langen Tisch säumende Worte. Jeder sprach zu jedem und über jeden mit halber, genügsamer Stimme. Auch hörten sie einander zu. Fielen sich nicht ins Wort. Als Dach zum Abschied zu allen sprach, dabei der Wirtin Dank sagte, war seine Rede nicht frei von Rührung. Denn gelohnt habe sich der Aufwand am Ende doch. Fortan könne sich jeder weniger vereinzelt begreifen. Und wenn man sie steinigen, mit Hass verschütten wollte, würde noch aus dem Geröll die Hand mit der Feder ragen. Da sagte in Dachs sich nun aufschwingende, die versammelten Dichter der Unsterblichkeit einverleibende Rede, die Wirtin vom Fenster her leise und doch zum Ausruf gespitzt: Feurio! Thank you.
gnädiger und barmherziger Gott. Wende dich doch wieder zu uns, die wir so sinnlich seufzen und schreien, dann rochen wir alle den Brand. Als das Dachgestühl des Brückenhofes in sich zusammenbrach und funkenstiebendes Gebälk mit glühenden Redplacken in den Hof stürzte, rafften die versammelten Dichter und Verleger ihr Gepäck und flüchteten in die Planwagen. Ohne Gruß und ohne rückgewandten Blick ritt die Lebuschka mit ihren Mägden in Richtung äußere Ems. Die Hofköter, jetzt sah man, vier an der Zahl, folgten ihnen. Die Dichter jedoch wollten häuslich werden. In drei Planwagen kamen sie unbeschadet in Osnabrück an, wo sie sich trennten. Einzeln oder in Gruppen, wie sie gekommen, nahmen sie ihren Weg zurück. Keiner ging uns verloren. Alle kamen wir an. Doch hat uns in jenem Jahrhundert nie wieder jemand in Telgte oder an anderem Ort versammelt. Ich weiß, wie sehr uns weitere Treffen gefehlt haben. Ich weiß, wer ich damals gewesen bin. Ich weiß noch mehr. Nur wer den Brückenhof hat in Flammen aufgehen lassen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Für uns könnte streiten, denn du
Thank you.